Hallo und herzlich willkommen zu der Fortsetzung von diesem Let's Build und ich nehme jetzt erstmal hier Cobblestone und pack den Kram weg, den ich für mein Minischiff-Tutorial gebraucht habe. Erstaunlicherweise habe ich immer das Gefühl, dass bei den Videos, die mir am schlechtesten gefallen, die meisten Leute kommentieren und zwar vor allem irgendwie die Leute, bei denen ich erwarten würde, dass die Videos anschauen, die wirklich richtig, also top sind und ja, keine Ahnung. Ist aber auch Jacke wie Hose, denn... Was für ein behinderter Ausdruck. wir wollen hier weiterbauen und momentan habe ich ja hier noch eine ziemlich komische Steinwand. Und ich weiß, dass ich hier irgendetwas geplant habe. Zudem weiß ich, dass ich hier auf alle Fälle... Dass hier auf alle Fälle sowas rübergeht. Das heißt, ich glaube... Ich glaube, dass ich... Moment. Ich habe vergessen, ich brauche ja hier ein Tor. Und das plane ich jetzt zuerst mal. Und zwar wird das Tor wieder eine ungerade Anzahl an Blöcken breit sein. In dem Fall, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht so. Ja, es muss ja jetzt auch nicht ultra breit sein. Sonst schaut es auch nicht mehr gut aus. Und dann tue ich das hier wieder mit so Steinen bestärken. Vielleicht hier noch was zwischen reinsetzen. Und baue hier so einen kleinen Bogen. Ich glaube, das ist nicht immer besonders realistisch. Zumindest zu der damaligen Zeit, dass ein Bogen eine solche Form hatte. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht. Weil bei solchen Rundbögen ist es häufig so, oder aus irgendeinem Grund ist es so, ich habe mich jetzt nicht näher darüber informiert, das habe ich nur mal gehört, dass die Höhe, das war jetzt nicht so intelligent, dass die Höhe im Prinzip die Breite bestimmt. Weswegen dann in diesen Kirchen die Fenster nicht so schön geplant werden konnten wie bei den Spitzbögen. Ob das stimmt, es kann sein, dass das jetzt totaler Bullshit ist, den ich hier rede. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. So ein Bogen. Na? Hübsch. Und auf der anderen Seite kommt selbstverständlich auch wieder Holz. Und ich mache, glaube ich, hier so Holz hin, dass da ein bisschen Kontrast besteht. Und dazwischen Cobblestone. Und ich baue jetzt hier gerade etwas Cobblestone-lastig, da ich das ehrlich gesagt in dem Texture Pack sogar ziemlich schön finde. Und zudem kommt da ja auch noch was hin. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses Fenster und das muss ich jetzt nur noch so gestalten, dass es sich auch irgendwie einpasst. Also so, der Rest sieht ja so aus. Und so ähnlich würde ich sagen, gestalte ich hier dieses Fenster auch. Nehme ich also mal so ein bisschen dunkles Holz und pack das hier so hin. Und dann mal gucken, was ich da mit dem Hellen mache. Ja, über irgendwas wollte ich reden und ich überlege gerade, was das nochmal war. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar weiß ich nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt auf Facebook so eine Seite, die nennt sich Jamie's World. Und... Ja, wer es nicht kennt, die macht da halt so, keine Ahnung, so kurze Videos, die witzig sein sollen und meiner Meinung nach auch witzig sind. Und ja, davon habe ich mir ein paar angeschaut und dann bin ich auf den YouTube-Kanal von der gegangen, dachte mir, vielleicht sind die auch ganz witzig, kann man ja vielleicht sogar abonnieren. Und dann hat die da irgendwie so ein Video gemacht, wo die sich gegenseitig schminken und da war halt auch noch so eine andere und dann bin ich auf deren Kanal gegangen. Und was ich dann irgendwie so krass fand, weil auch irgendwie überraschend, denn die hat halt so Schminktutorials hochgeladen, was ich jetzt persönlich mich eigentlich nicht interessiert, aber ich war eben schon mal auf dem Video und da sah man die eben am Anfang ungeschminkt und es sah so, also vom Gesicht her jetzt vielleicht nicht total hässlich, aber so völlig anders aus, meiner Meinung nach, als sie geschminkt aussah und da
Das hat mich insofern schockiert, dass ich das nicht so krass erwartet hatte. Und dann packt er da irgend so ein, den nimmt dann irgend so ein Mittelchen und dann schmiert er sich das flächendeckend auf die Haut und danach sieht er dann halt so total gepflegt aus und keine Pickel und nur eine Farbe und so weiter. Und ich glaube das auch, dass das tatsächlich so funktioniert. Das Krasse finde ich nur, ob das echt sein muss, also ob das alle Mädchen machen, denn also wirklich von dem ursprünglichen Haupttyp ist eigentlich nichts so wirklich übrig geblieben. Und ja, wenn ich mir das dann halt so vorstelle, dass man vielleicht irgendwelche Leute kennt, die man hübsch findet, und dann stellt man später fest, dass die in Wahrheit eigentlich ganz anders aussehen, oder vielleicht nicht ganz anders, aber ja, dass das schon einen Unterschied macht, finde ich dann irgendwie ziemlich krass. Also deswegen bin ich inzwischen ein ein Gegner geworden von Schminke, weil mich das irgendwie ankotzt. Ich kann es überhaupt nicht, also wirklich am schlimmsten finde ich, wenn ich bei jemandem nicht weiß, wie er tickt oder wie er wirklich ist, sondern der mir was vorspielt, und das bezieht sich eben auch auf das Äußere. Wenn es irgendwie sich so völlig unterscheidet von dem, wie die Person eigentlich ist, dann das finde ich irgendwie abstoßend. Beziehungsweise solche Leute sind mir einfach nicht sympathisch. Da ich einfach größtenteils natürlich, also es kommt natürlich immer noch auf den Charakter an, aber so auf den ersten Blick hin finde ich das erstmal etwas befremdlich, weil ich weiß auch nicht, ich komme damit nicht so klar, wenn ich eben nicht einschätzen kann, wie die Person eigentlich aussieht. Und ja, ich finde meistens auch, dass die Leute natürlich viel hübscher aussehen, wobei das bei der tatsächlich nicht der Fall war. Die sah so ohne Schminke, war die Haut nicht besonders schön, die war natürlich, aber nicht so schön natürlich wie dann geschminkt. Ja. So, das ist jetzt das Eingangsportal. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze steht vor der Zitadelle und man kommt hier als Bürger hoch und soll dann da durchschreiten. Und wenn man durchschreitet, soll man dann auf der anderen Seite hier so durchkommen und diese Türme da hinten kommen auch weg. Das heißt, ich muss jetzt hier so einen Durchgang bauen und der muss ganz hübsch angelegt sein. Und da ich echt nie auf einem RPG-Server oder so einem ähnlichen Server gebaut habe, weiß ich leider gar nicht, wie man das denn jetzt am besten macht. Ich packe hier einfach mal verschiedene Sachen hin, so ein Kladderadatsch so ein bisschen, so. Vielleicht mache ich das da oben anders. Vielleicht packe ich da sogar sowas rein und dann hängen da immer die Sachen runter. Logischerweise muss jetzt hier, ich habe ja hier schon den Fußboden gebaut und genau dieser Fußboden, der geht dann auch darüber. Das heißt, die Decke ist etwa auf der Höhe. Und die Frage ist auch, wie breit das Ganze werden soll. Das heißt, ich denke, dass ich die Steigung nicht genauso mache wie da bei dem Haupt... Ah, Mann! So, nicht so steil mache wie bei dem Haupthaus. Aber dennoch wird das Ganze natürlich hier noch etwas ansteigen, damit man da auch schön hier durchgehen kann, ohne dass man zu viel vom Dach sieht. Vielleicht so... Ich müsste mir überhaupt mal kurz ein Bild machen von dem Gebäude und wie ich das jetzt weiterbauen möchte. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man das auch so ein bisschen romantisch machen, dass man da rechts an dem Gebäude dran noch so ein bisschen so einen verfallenen Cobblestone-Turm macht, an dem das Ganze quasi angebaut ist. Da ja häufig solche Gebäude über längere Zeit entstanden sind, und wenn es jetzt zum Beispiel dort so eine Art Miniburg gab und dann dachte man sich, hey, ich habe da eine Miniburg und jetzt möchte ich so ein Riesenteil hinbauen, dass ich da hier vorne nur so ein Tor noch an den alten Schutzturm oder so quasi dran klebe.
in so einen Turm dort vorne könnte, denke ich, schon Sinn machen irgendwie. Ich habe zwar vom Mittelalter 0,0 Ahnung, aber irgendwie macht es ja schon Sinn, so ein bisschen. So, erstmal ein bisschen jetzt wieder um das Innere kümmern. So, und so. Ursprünglich hatte ich auch noch irgendwas anderes vor, was mir aufgefallen war, so die vergangenen Tage, wo ich dachte, was? Was zur Hölle soll das denn? Aber ich habe leider vergessen, um was es sich da handelte. Ja, so ein romantischer Tower hätte schon Stil, aber ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so passt. Ich komm, mach hier noch einen Balken hin. Ja, soweit finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Und irgendwer hat gesagt, dass das Dach ziemlich hässlich ist, weil in dem Texture Pack das Thron nicht schön wäre. Aber ich persönlich muss sagen, eigentlich gefällt mir das farblich sogar ziemlich gut. Also dieses Cobblestone in der Kombination mit dem Stroh, finde ich, macht sich ganz gut. Ist natürlich eine Geschmackssache, wie man das dann jetzt so haben will. Also ich finde auch komisch, dass das Haus offensichtlich nicht so gut ankommt wie das Schiff, obwohl ich das Schiff persönlich nicht so hübsch finde. Wobei man natürlich bedenken muss, dass das jetzt noch komplett ohne Details gebaut war, also ohne verschiedene Rohstoffe. Ich glaube, ich muss das hier noch ein bisschen breiter machen, sonst kommt man da ja gar nicht durch. Also mache ich hier auch noch den da. Das wird auf jeden Fall schon mal besser als das letzte. Vielleicht kann man da aber auch so ein bisschen das tiefer werden lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die beiden Pfosten habe. So. Und auf der anderen Seite auch. So hier. Ich mache die jetzt drauf. Ich weiß noch nicht, ob da was hinkommt später. Damit ich aber hier weiß, wie das Dach ist. So. Und dann klatsche ich das Stroh so dahinter. So, die kommen natürlich weg. Und der war falsch. So. Jetzt nochmal angucken. Ich finde immer, wenn es so ein bisschen da runter geht, dass das so ein bisschen... Ja, es hat irgendwie Stil, finde ich. Aber das ist natürlich ebenso eine Geschmacksfrage. Und jetzt habe ich da ein bisschen gefailt, weil ich ganz vergessen habe, eigentlich, ursprünglich der Sinn war natürlich, dass das Dach hier so ein bisschen hinab geht. Damit ich die Teile dann auch wieder lieber wegmache. Und vielleicht kann man da auch in den Zwischenraum da, der jetzt hier entstanden ist. Ach, das sieht aber so irgendwie seltsam aus. Also so sieht es nicht so aus, wie ich das haben wollte. Definitiv. Sieht mehr so aus, als wäre da das Strohdach ein bisschen eingestürzt. Ich glaube, dass ich da keine Krümmung reinmache, weil das einfach mit Stroh nicht detailgetreu genug machbar ist. Sondern ich klatsche das einfach so dahin und dann packe ich da jetzt noch Giebel rein und dann beende ich, glaube ich, die Folge. Ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, aber ich muss dann halt auch irgendwann in die Schule und das möchte ich auf keinen Fall verpassen, so wie das letzte Mal. So. Das letzte Mal kam ich zum Glück trotzdem nicht zu spät. Aber es wäre jetzt ein bisschen scheiße eigentlich wegen Minecraft. Also wegen YouTube zu spät in die Schule zu kommen, ist ein bisschen unnötig. So. Immer schön merken, Kinder, alle brav in die Schule gehen, damit aus euch später mal was wird. Und dann passt das auch. So. Ja, mache ich doch andersrum. Klassisch. So. Nein, jetzt habe ich den noch falsch rumgesetzt. Jetzt. So, da ist so ein kleiner Giebel noch drin. Vielleicht kann man den jetzt auch noch ein bisschen verzieren hier. Oder vielleicht zumindest hier noch so ein... Ja, ich weiß nicht. Das Helle ist jetzt ein bisschen zu hell im Vergleich zum Stroh. Also das hebt sich nicht so gut ab. Fällt mir gerade auf.
Aber ich finde, es geht eigentlich. Also ich bin damit soweit ganz zufrieden. Das könnte man jetzt noch auf die andere Seite kopieren und dann wäre das soweit fertig. Und für die nächste Folge überlege ich mir dann, wie man das denn weiterbauen könnte. Ich bedanke mich jetzt einfach mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und tschüss.